Hallo liebe 3D-Druckfreunde hier bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und heute in diesem Video möchte ich euch den Creality Falcon 2 22 Watt Laser vorstellen, der mir kostenlos zur Verfügung gestellt worden ist von Z-Banks. Und was der Laser alles so kann, das schauen wir uns hier in diesem Video an. Hallo liebe 3D-Druck- und Laserfreunde, herzlich willkommen bei Willis 3D-Druck-Kanal. Mein Name ist Willi und schaut euch das mal an hier. Ist das nicht genial? Ja, ist das nicht schön? Ja, und hier in diesem Video geht es um den Creality Falcon 2 22 Watt Laser, der mir freundlicherweise von Z-Banks kostenlos für euch zur Verfügung gestellt worden ist, um ihn hier zu testen. Und ich muss euch sagen, hier, ihr seht ja schon, der ist wirklich, ja, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, den zu testen. Schaut mal auch hier, ja, wenn man das mal reinschaut, hier, ja, wir haben alles getestet, ja, dicke Materialien, Glas, Spiegel, wie immer, kennt ihr ja meine Tests, auch hier, schaut euch mal das an, ja, wunderbar. Auch mal was anderes, ja, mal mit Motiv. Also, ganz ehrlich, ich weiß, ich habe hier einige Laserfreunde und dass die das auch interessiert und ihr kennt meine Videos und auch dieses Video ist richtig lang geworden, ja, weil ich gar nicht mehr aufhören wollte und ich wollte euch unbedingt hier auch dieses Projekt noch zeigen, was ich alles getestet habe und welche positiven wie negativen, da gibt es wenige, aber ein Faktor für mich jedenfalls, ja, bei den anderen ist das alles nicht so schlimm, was ich so gesehen habe, aber für mich ist das so, erfahrt ihr hier in diesem Video und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn euch das interessiert, dann sehen wir uns hoffentlich nach dem Intro. Ich muss das nochmal zeigen euch, ja, also hier, richtig coole Sache, was man so alles machen kann und das macht mir so wirklich, wirklich richtig Spaß. Danke, dass ihr dran geblieben seid und ich will auch hier gar nicht so lange reden und es noch länger machen. Natürlich, wie immer, fange ich mit einem Unboxing an. Ich zeige euch den Aufbau und da muss ich ehrlich sagen, der Creality Falcon 2, der kommt schon komplett fertig an. Ja, also ihr braucht nur noch den Laser aufsetzen, den Air-Assistenten einstecken und schon kann man loslasern. Ja, ich zeige euch ein bisschen, was auf der SD-Karte ist. Wie immer, beim Zusammenbau ein bisschen was erklären, Technik und dann mache ich natürlich hier out of the box, was auf der Karte ist, lese ich. Dann mache ich meine eigenen Versuche. Und ihr habt immer die Möglichkeit, unten zu steppen, was euch interessiert, was euch nicht interessiert. Und zum Schluss natürlich wie immer mein Fazit. Ja, also fangen wir an mit dem mega coole Sache. Und was ich halt immer auch cool finde, jetzt tue ich nochmal unterbrechen, sind halt solche Kombi-Sachen. Ja, hier habe ich mal für meine Gäste ein Vivi ausgedruckt, ja, wer das jetzt kennt, ja, wird überrascht sein. Und ja, man kann das auch wunderschön kombinieren mit einem 3D-Druck, ja, habe ich mir so eine Karte, kann man hinstellen und dann zwei Magnete dran, zack, bumm, schön ist das befestigt. Und natürlich hat man hier auch die Möglichkeiten, das war mir wichtig, ja, jetzt könnte ich den was anderes dran machen, meine Webseite, mein YouTube-Kanal, egal was, oder nur eine Info als Nachricht. Ja, schöne Sache, schöne Kombi kann man machen. Ich will euch auch ein bisschen das Lasern mit der Kombination natürlich vom 3D-Druck zeigen. Also legen wir los mit dem Unboxing. Ja, dann schauen wir doch mal, was hier drin ist. Ja,
Hier haben wir ein Operation Guide. Den Quick Guide. Ja, ihr seht, da ist nicht viel drin, was da gemacht werden muss. Also wird auch die Installation ziemlich schnell gehen. Wie schon gewohnt, immer mal ein paar Stickers, ja. Dann haben wir hier die Toolbox mit USB, Werkzeug, Linsen und ein paar Schrauben. Dann haben wir hier noch ein USB-Kabel zum Fokussieren und Abstandhalter und ein bisschen Material zum Lasern. Hier haben wir das Herzstück, ja, den Laser. Die Schutzbrille. Und natürlich den Netzstecker. Und hier haben wir den Air-Assistenten. Dann haben wir auch hier, wie gesagt, schöne Abstandhalter, 4 Stück, die man dann unten draufschrauben kann. Dann haben wir noch das Netzteil. Und das war's schon. Ihr seht, das ist das komplette Frame, das ist zusammengebaut. Das werden wir jetzt hier rausheben und dann können wir den einfach schon aufstellen. Wahrscheinlich noch den Laser montieren und das war's. Hier sehen wir mal die komplette Übersicht. Ja, wie gesagt, hier haben wir den Creality Falcon 2. Da ist nicht viel zusammenzubauen. Wir werden jetzt hier noch die Stützen dran machen und dann den Laser, den Air-Assistenten anschließen und schon ist er auch laserbereit. Ja, und was ich auch nochmal erwähnen möchte, ist halt hier die Stahlplatte, die war auch dabei. Ja, das ist immer gut, dass es hier nicht durchlasert und dann mehr jedes Mal ein neues Holz oder Unterlage beschaffen muss und dass das sauber bleibt. Dann möchte ich euch noch mal zeigen den Inhalt von dem Beutel. Denn das werde ich jetzt mit verwenden. Ja, das sind die Füße, Verlängerungen. Ja, man kann jetzt praktisch hier, das ist der Grundfuß mit einem rutschfesten Gummi. Und hier kann man das, den Laser noch ein bisschen höher setzen, wenn man größere Teile hat, dass man das auch lesen kann. Das werde ich jetzt auch machen, denn ich weiß, ich werde auch bestimmt auch höhere Sachen lasern. Ja, das wird nichts anderes als hier drauf montiert. Finde ich gut, ist Metall, also recht massiv. Macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, als nächstes haben wir dann hier noch ein USB-Kabel für den Rechner. Dann hier die Leere zum Fokussieren. Ja, hier steht auch eigentlich alles drauf, wie der Abstand ist, zu welchem Material. Und hiermit kann man dann den Laser fokussieren. Ja, so eine Stufe. Dann haben wir hier noch einen Pinsel, das ist, um praktisch das auszustreichen. Wenn man jetzt zum Beispiel Schiefersteine nimmt, dann kann man das mit sauber machen. Und wie gesagt, hier 2 Musterstücke zum Ausprobieren. Ja, das sind sogar 3, dann sind es 3 mm zum Testen. Jetzt habe ich mal den Laser hochkant genommen und wir werden, das, wie gesagt, das Einzige, was wir machen müssen, ist hier die Füße montieren. Und hier hat man zum Beispiel jetzt 3 Punkte, wo man das machen kann. Das finde ich jetzt zum Beispiel gut, denn das heißt, wenn da die Tischplatte oder wo es draufsteht,
nicht so die Breite hat oder die Tiefe, dann kann man das schön verstellen und dann kann man hier den engsten Punkt nehmen und somit kann man den auch dort aufstellen. Ich werde jetzt mal hier die Mitte nehmen und werde das jetzt bei allen vier Seiten machen und schon sind dann die Füße dran und das war's. Ja, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, kam hier auch die Honeycomb Workbench, ja. Das finde ich halt auch immer wieder gut. Denn somit schützt man auch die Platte und der Schnitt wird viel sauberer. Ja. Dazu packen wir das mal aus hier. So, so sieht die aus. Wie gesagt, die Strebenfunktion, also vom Honeycomb, ist halt wirklich gut. Wenn man jetzt schneidet, kommt man hier durch. Ja, brennt nicht unten an und unten kann nichts anbrennen. Auch diese wird mitgeliefert mit einer Stahlplatte, ja, damit natürlich auch der Boden geschützt wird. Dann machen wir hier nur die Schutzfolie ab. Für alle, wie gesagt, die jetzt nicht diese Honeycomb-Platte haben, ist natürlich auch eine Platte dabei gewesen. Das will ich halt auch nochmal vermerken. Ja. Also jedenfalls kann man hier auch schon mal den Untergrund schützen. Ja, so sieht es dann aus. Hier sind noch Gummifüße dran. Ja, die sind dran. Aber hier seht man, das ist richtig gut gummiert. Und ich würde sogar sagen, da ich jetzt kleinere Projekte mache, die jetzt nicht unbedingt hier an den Rand gehen. Ja, das kann schon mal passieren, dass das funktioniert. Ich lasse die mal mit dran, dann habe ich hier noch ein bisschen Luft, dann, dass es nicht direkt immer auf die Platte geht, denn da tut sich halt immer auch Ablagerung ablagern. Und ich lasse das jetzt mal so. So, so sieht das jetzt aus, mein Abbau. Wie gesagt, ich habe das jetzt hier erhöht, damit man dann auch später, man kann ja auch dann, wenn man größere Teile hat, macht man die Platte runter, dann hat man einen größeren Abstand und dann kann man auch größere Teile lasern, ja? Also höhere Teile. So, jetzt wenn wir den Laser montieren, dann den Air-Assistenten, ja, und der ist eigentlich auch ganz einfach zu installieren. Man nimmt hier den Pfropfen weg. Und hier an der Seite, das ist auch schon fest alles verlegt, was ich immer wieder gut finde, wenn man das nicht selber machen muss. Einfach hier aufstecken, zack, erledigt. Dann wird er angeschlossen. Auch hier finde ich mal gut, ein längeres Kabel, dass das nicht immer ein Nebengerät sein muss. Und diesen Stecker, wo der jetzt hinkommt, das zeige ich euch. So, jetzt zeige ich euch, wo der Air-Assistent angeschlossen wird, ja, und wird einfach reingesteckt. Ich nehme mal an, das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weiß ich tatsächlich nicht, aber dass man hier sogar dann die Stärke verstellen kann an diesem Stellrad. Jetzt montieren wir nur noch den Laserkopf hier drauf. So sieht das gute Stück aus, ein 22 Watt Laser. Wir haben hier eine Diode, der uns anzeigt, für wenn der Air-Assistent an ist, dann hier eine Feuertaste, ja, falls sich hier irgendwo Feuer bildet, ist ein Sensor, dann schaltet der automatisch ab und hier Lens, dass der Laser aktiv ist. Ja. Dieser wird jetzt praktisch nur hier drauf gesteckt. Hier an der Seite ist ein Stellrad. Das löst man. Man hat jetzt die Möglichkeit, den hier zu fixieren. Und fertig ist die Montage. Dann müssen wir nur noch eins machen. Den Stecker hier verbinden. Und wo man das macht, das zeige ich euch.
Hier sehen wir, wie schön das geklipst ist, ja, mit dem Air-Assistent. Der müssen wir natürlich hier rausmachen. Der kommt dann in den Laser rein. Und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch, wo der Stecker hingehört. Hier wird er einfach eingeklipst. Auch eine gute Lösung. So, bis er einrastet. Dann nehmen wir das hier und können das hier reinklipsen. Also auch wirklich eine tolle Lösung. Dann kommt nur noch der Air-Assistent-Schlauch, ja, hier oben rein. Da ist ein Nobbel drauf. Den ziehen wir runter. Immer schauen, dass ihr die Teile auch aufhebt, ja, und stecken das einfach hier drauf. Dann haben wir hier einen schönen Klettverschluss. Jetzt können wir praktisch das hier auch nochmal zusammen machen. Und dann hat man hier eine saubere Lösung. Dazu fahre ich den Laserkopf immer an äußersten Rand. Ja, das ist ja die weiteste Strecke. Setze das an und jetzt können wir das hier schön zusammenhalten. Und ihr seht, so sieht das dann aus und somit kann er schön laufen und da passiert halt nichts. Ja, hier sehen wir den Kartenslot, ja, dann den USB-Anschluss. Hier kommt die Stromversorgung, die wir jetzt gleich anschließen werden. Und hier ist der Powerknopf und ich weiß nicht warum, die machen bestimmt einen Endtest, das steht immer auf an. Also machen wir den erstmal aus. Hier haben wir den Stecker vom Netzteil. Der wird hier eingeführt. Dann machen wir hier noch den Netzstecker an und dann können wir auch loslegen. So, jetzt schauen wir nochmal, was hier in der Box drin ist. Und hier haben wir auch nochmal Grip. Ja. Das ist für die Platte, kann man damit auch befestigen. Und was wichtig ist natürlich hier unser Schlüssel, wo man den Laser schützen kann. Dann haben wir hier noch einiges Werkzeug. Eine Pinzette. Und wichtig, hier ein USB-Adapter, ja, von C auf USB 2 oder 3 und hier haben wir noch die SD-Karte, auch hier mit einem Adapter USB, hier noch ein paar Schrauben und hier ein Reinigungstuch für die Linse. Und was ihr hier nicht sehen könnt, oder doch, auch noch eine Ersatzlinse. So, das machen wir wieder zu. Die zwei Teile könnten wir gebrauchen, die lasse ich mal draußen. Aber was ich immer wieder rein tue, damit das nicht verloren geht, ja, hier die Schutzkappen, einmal vom Air-Assistenten und vom Laser, vom Air-Assistenten. Somit ist das immer wieder sauber aufgehoben. Jetzt machen wir natürlich hier den Schlüssel rein. So, hiermit kann man, wie gesagt, das Gerät an- und ausschalten. Das ist gut, wenn jetzt zum Beispiel Kinder irgendwo im Raum sind oder jemand anderes, kann man das deaktivieren, dann kann man den Laser nicht steuern. Finde ich eine schöne Sache, damit auch hier nichts passieren kann. Dann haben wir hier den Notausstopp, ja. Auch gut, wenn irgendwas ist, dass man schnell die Maschine unterbrechen kann. Und hier haben wir das Bedienerfeld, ja. Ist ungewohnt anders, wie ich es kenne. Und jetzt würde ich sagen, wenn der Notstopp aus ist und wir haben die Maschine angemacht, machen wir doch einfach mal Power an. Wir hören schon, das Brummen kommt natürlich von Air-Assistent. Wir sehen am Laser alle Lampen leuchten, ja, alles im grünen Bereich. Somit wissen wir auch, dass da
alles funktioniert. Und jetzt möchte ich mal testen, wenn ich an dem Rad drehe. Jawohl, jetzt ist der Air-Assistent aus. Jetzt sieht man das schön. Das wollte ich gerade testen. Ja. Wenn man hier an der Seite, wo ich euch gezeigt habe, am Rad dreht. Ja, ihr hört es ja auch am Geräusch. Hier hoch ist jetzt Vollpower. Und wenn ich runter tue, wieder aus. Und wie immer, bevor wir weitermachen, schauen wir uns doch mal hier an, was da drauf ist, an Daten. Ihr kennt das ja schon. Gehen wir mal an den Rechner. Schauen wir uns mal die SD-Karte an, was da drauf ist. Wir haben hier eine 8 GB SD-Karte und hier haben wir manuell, ich mache das mal hier ein bisschen größer, so dass wir alles sehen. Ja, hier ist ganz normal die Anleitung drin, Operation, dann haben wir hier Videos, dann haben wir hier, wie das Update gemacht wird, dann haben wir Samples, ja, hier sind alle Laser drin, auch der 40 Watt, ja, der wäre auch mal interessant, aber dem stellt ja demnächst Mambo vor. Dann haben wir hier Cut, das ist, was auf der Karte ist, Eagle Cut, ja, out of the box, dann aber auch die Lightburn Datei dabei, dann Encraft Cut, ja, auch hier wieder out of the box und auch hier wieder Lightburn. Hier brauchen wir jetzt nicht zu gucken, das interessiert uns nicht, haben wir nicht. So, dann haben wir hier die Software, wir haben die Treiber für Windows, Laser Software drauf von GRBL und dann natürlich Lightburn, aber ihr wisst ja, ich habe Lightburn selber, das werde ich auch hernehmen. Dann haben wir hier noch verschiedene Dokumentationen und zwar sind hier auch hier wieder in den Laserkategorien 12 Watt, 22 Watt, 40 Watt, die 22 Laserkategorie und hier sind die, ich kann es euch mal hier rein zoomen, hoffe ich, wartet, so, ja, hier seht ihr es, hier sind die Parameter drinne von Creality, wie zum Beispiel für Holz zu gravieren oder zu cutten. Auch das ist hilfreich, ich werde mich natürlich an diesen Daten mal anlehnen. Fragen, Question sind hier drinne als PDF und Description, auch hier, ja, das sind die Karten, die dabei lagen. Und hier auch nochmal Lasermodul Alarm, wie man den ansteuern kann, wo man auch über die Software deaktivieren kann. Das war es, was auf der SD-Karte drauf ist. Dann können wir die mal einstecken und lasern einfach mal das, was out of the box ist. Da haben wir das gute Stück, dann stecken wir das mal hier rein. Natürlich mache ich das immer verkehrt rum. So gehört es hin. So. Zack. Erledigt. Und wie gesagt, hier unten haben wir jetzt noch die Möglichkeit, über USB den Laser zu steuern. Ja, auch die Bedienung ist hier recht einfach. Wir gehen hier auf Home und schon fährt er in die Home-Position. Dann haben wir natürlich Pfeil nach oben. Nach rechts. Ja, auch hier sind die Schritte ein bisschen klein gehalten, kann man aber auch bestimmt einstellen. Hier muss man schon ein bisschen fester drauf drücken, ja. Und so touchen ist nichts, ja. Das, man merkt auch hier wirklich wie Druckknöpfe. Gut, und dann haben wir hier natürlich das Frame, wenn eine Datei geladen hat, kann man das natürlich hier framen, das heißt, er macht die Umrandung und somit kann man sein Werkstück ausrichten. Dann haben wir hier eine Stopp- und eine Play-Taste. So, bevor wir natürlich anfangen, ja, habe ich jetzt mal hier das Musterholz genommen. Hier haben wir den Laser, den müssen wir natürlich jetzt auch fokussieren und dafür haben wir, ich sage jetzt mal, diese Treppe hier und ich hole euch mal ein bisschen näher ran und zwar stehen hier für Encraft Cutting vom Material Basewood 1 bis 3 mm. Dann haben wir hier Cutting 4 bis 6 mm. Und diese Stufe ist größer als 6 mm. Ja, somit werden wir den jetzt fokussieren. Das heißt, wir setzen das hier aufs Material drauf, fahren den Laser rüber.
Wir haben hier 2 mm Material und warte mal, das ist so, dass ihr das seht. Ja, dann gehen wir hier rüber und setzen jetzt praktisch den Kopf hier drauf und fixieren die Schrauben. So, wenn jetzt die Schrauben fest sind, ja, ziehen wir das hier wieder raus. So, und jetzt ist der Fokus gestellt. Und jetzt können wir auch das erste Mal anmachen. Und dazu machen wir die SD-Karte rein. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ja, wir nehmen hier die SD-Karte, stecken sie rein. Wie gesagt, das Motiv ist auf Root. Ja. Dann machen wir hier mal, weil ich das vorher so gemacht habe, und schalten ihn das erste Mal ein. Und wir haben hier praktisch noch den Schalter um und jetzt sehen wir, er funktioniert. Jetzt sind wir schön und hören das auch. Ja, der Air-Assistent ist auch an. Wir sehen hier alle 4 Lampen leuchten. Und jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Ja, jetzt hat der Air-Assistent abgeschaltet. Und jetzt gehen wir einfach mal hin und drücken mal hier Frame. Jetzt macht er ein Homing und ihr seht, ja, das Material liegt zu weit unten. Jetzt kann ich das hier einmal ausrichten und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist ein ganz leichtes Laserdiode. Ich hole euch da gleich mal näher. Ja, jetzt haben wir es fast. Ich lasse es einfach mal laufen, ja. So, jetzt denke ich mal, sind wir mal so im grünen Feld, ne, und wieder ein bisschen weiter rüber. Gut, und wenn wir das so haben, jetzt zeige ich euch das nochmal ein bisschen näher. Ihr seht, da ist der Laserpunkt. Jawohl, so seht ihr und könnt praktisch euer Werkstück auspositionieren. Und was jetzt hier absolut cool ist, man kann jetzt, wenn ich mit den Tasten, also das ist wirklich cool, ansonsten ist die Tastatur, also das Display, sehr minimalistisch gehalten. Ja, ihr seht, er fährt immer noch und wenn ich jetzt hier, versucht das mal, dass ihr das sehen könnt, kann ich mit der Taste, ohne jetzt da reinzugreifen und das auszujustieren, auch einfach ein bisschen weiter rüber sitzen und das finde ich wirklich gut. Jetzt geht er nämlich ein Stück mehr nach rechts. Ich kann das jetzt mal so übertreiben, dass man das wirklich ganz deutlich sieht, dass man da jetzt nicht mal reinfassen muss und korrigieren muss, sondern man kann das jetzt hier wirklich ganz toll mit der Tastatur steuern. Ja, ihr seht jetzt, es ist ja schon ziemlich nah am Rand. Und jetzt sage ich ihm einfach noch, ich möchte es noch ein bisschen weiter unten haben. Und das finde ich natürlich schon ganz toll. Ich muss nicht mehr in das Werkstück greifen und ausjustieren, sondern kann das jetzt sogar hier über die Tastatur machen. Und das ist schon, hat echt einen Mehrwert. So, jetzt sehen wir wieder, er blinkt grün, er ist fertig und jetzt können wir ihn ausschalten. Wie ich finde, ist auch das Motiv schön geworden, sauber ausgeschnitten und wir sehen hier auch keine Schmorspuren, also wirklich sauber. Das kann man sehen und auch hier auch die Feinsachen. Sehr sauber ausgeschnitten. Natürlich erwarte ich das auch von so einem Laser und das hat er mit Bravour bestanden. Ja, jetzt kann ich schon ganz klar erkennen, was das hier ist, ja, der Quality
Superhero, ja. Und wenn der fertig ist, wird er auch noch ausgeschnitten. Soweit kann man jetzt mal sagen, out of the box sieht das ganz gut aus. So, jetzt ist er schon am Schneiden. Und wie wir hier sehen können, genau dasselbe, wirklich sauber, keine Schmorspuren. Schön ausgeschnitten, schön graviert. Ja, so kann es weitergehen. Dann kommen wir auch zur Technik. Bevor ich das natürlich gemacht habe, habe ich mal auf der Webseite geschaut, ob es ein Firmenupdate gibt. Und das kann man hier schön installieren. Am besten ja, hier das Öffnen, den Adapter und die mitgelieferte SD-Karte rein, wenn ihr das vorher drauf gespielt habt, oben einstecken. Und dann kann man das praktisch schön flashen. Hier sehen wir schön nochmal die technischen Daten des Lasers und ja, die oberen drei Lampen, das Air, Fire und Lens sind dafür da, also wie gesagt für einen Air-Assistenten, dann wenn Feuer ausbricht, dass er einen Sensor hat und die Lens, wenn die Linse dreckig ist. Ja, hier die Lüfter und hier sieht man auch das Schutzglas und dann stecken wir ihn auch wieder rein. Wir haben 5 Safety Protections und Pre-Example Frame. Das ist hier praktisch dieses Frame, was in der Mitte ist. Wie immer zeige ich euch das gerne, die technischen Daten auf der Webseite. Da sieht man das halt auch nochmal komplett. Also wie gesagt hier, wir haben eine hohe Leistung, 22 Watt Laser. Dann hier 22 Watt leistungsstarker als je zuvor. Und zwar haben wir hier diese FEC Sport Kompressionstechnologie, werden hier 4 leistungsstarke 6 Watt Laserdioden über den Spiegel komprimiert. Ja, das sieht man hier schön. Und dann zu einem gebündelt. Ja, jetzt kann jeder rechnen. Eigentlich hätten wir 24. Ja, wahrscheinlich machen die hier 2 Watt Puffer, damit sie hier dann wirklich 22 Watt hier rausbekommen. Ja, gut. Dann glatte Oberflächen schneiden, ja, das haben wir hier beim Falcon 30 Minuten, andere dauern länger, ja, also gut, das ist immer relativ, wie man das sieht, also ich könnte 2 Laser sagen, die doch ein bisschen schneller sind. Wir haben hier eine bahnbrechende integrierte Luftunterstützung und das finde ich wirklich gut, hier starker Luftstrom, ja, sieht man dann hier und hier gravieren. Ja, also hier kann man beim Schneiden das anstellen und beim Gravieren kann man es deaktivieren. Und zwar ist hier dieser Airflow, der Air-Assistent, der geht hier durch und bläst dann runter und somit hat man dann den starken Luftstrom. Auch das funktioniert wunderbar, also saubere Schnitte macht er, also das muss man wirklich lassen. Im Vergleich zu anderen war er wesentlich besser. Dann haben wir natürlich hier nochmal die Dreifachüberwachungssystem hier. Der R, wenn es brennt, Fire, solange alles grün ist, ist alles okay. Und Lens, ja, wenn die Linse dreckig ist, zeigt er das auch an. Und hier sind dann auch die Sensoren verbaut. Dann haben wir 5 Sicherheitsvorkehrungen. Hier die Endschalter. Gegen Kippen, ja, also hier ist ein Gyrosender drin, wenn der angehoben wird, hört er auf. Habe ich getestet, habe ich euch jetzt nicht gezeigt, also funktioniert einwandfrei. Dann haben wir natürlich hier, was ich immer wieder finde, dieses Sicherheitsschloss, ja, also ist Gold wert, wenn man gerade Kinder hat, Besuch, kann man das abziehen, dann kann man das Gerät nicht starten. Wir haben sofort einen Notaus, ja, ist, finde ich heute auch wirklich als Standard. Und hier die Schutzabdeckung, die vor Laserstrahlung schützt. Ja. Mit wenigen Dingen im Aufwand, das haben wir ja gesehen, also der ist wirklich schnell
zusammengebaut, da gibt es keine Probleme, ist kompatibel mit Mac und Windows, ja, wir haben hier Lightburn und GRBL-Leser, ja, was kostenlos ist, und natürlich hier die Möglichkeit über SD-Karte oder über USB. Hier fehlt mir einfach, und das ist halt auch das, was ich gesagt habe, einfach in diesem Zeitalter, die Wi-Fi-Verbindung, finde ich, ohne Kabel auch mal von Lightburn direkt zu steuern, ohne auf die Karte, ist natürlich auch eine tolle Sache, weil man viel schneller korrigieren kann. So muss ich es wieder drauf speichern und dann wieder reinstecken. Die SD-Karte macht halt einfach Sinn, wenn man sagt, es läuft alles perfekt und dann möchte ich das 10-mal wiederholen lassen. Ja, diesen Vorgang. Gut. Dann haben wir natürlich eine dynamische Offline-Vorschau. Und zwar, ja, beschränkt die sich wirklich, aber das funktioniert einwandfrei. Man drückt hier die Frame-Taste, dann fährt er sein Frame ab, wie man das auch gewohnt ist von Lightburn. Hier kann man das jetzt natürlich ausrichten, was hier halt mega cool ist. Ja, grob kann man immer mit der Hand ausrichten, aber wenn man so Feineinstellungen jetzt wirklich, um das einzustellen, und man muss nicht mehr ins Gerät greifen, kann man jetzt hier mit den Tasten praktisch wählen und dann den Laser versetzen und besser einstellen. Hier haben wir Start-Stop-Taste, finde ich auch gut. Er fängt auch sofort wieder an. Also all das, hier haben wir noch ein paar Zubehörsachen, dass man Metall auch natürlich lasern kann. Aber hier muss ich jetzt sagen, da muss man wirklich einstellen, wenn ich das hier, die Bilder sehe, da möchte ich wissen, wie die das gemacht haben. Bin ich auch mal ganz ehrlich. Also ich habe paar Sachen ausprobiert, ich habe es nicht annähernd so hingekriegt. Gut, hier mit den Füßen finde ich mega cool, kenne ich ein bisschen so vom X-Tool, oh, das reimt sich sogar, aber was hier neuer ist, man kann das halt wirklich verstellen, je nach Tischgröße, mega coole Sache, also das ist auch mal weiter gedacht und natürlich kann man die höher stellen und mit den Gummifüßen ist es ziemlich rutschfest. Und was mega mega ist die integrierte Schleppkette zur Kabelführung. Also die Kabelführung hier, das Kabelmanagement ist sowas von perfekt, habe ich noch nicht so gesehen. So, jetzt haben wir genug geschwärmt und die technischen Daten. Hier könnt ihr nochmal reinschauen, geht auf die Webseite, hier seht ihr die Leistung, ja, Diodenleser haben wir und. Jetzt machen wir mal weiter. Ja, das gute Stück ist fertig und ja, hier oben hätte ich noch ein bisschen, ist gerade so ausgegangen, ja, aber es scheint auch alles super gelasert zu sein, jawohl. Wow. So können wir ein Projekt anfangen, sehr schön. Und ihr ratet ja schon, was das ist, oder? Ja, und wenn ihr euch fragt, was das hier ist, das zeige ich euch, da kommt noch was drauf. Das will ich nur ein bisschen veredeln. So, bevor wir den Spiegel anfangen,
machen wir das Wabengewebe runter. Ja. Und hier, also das Honeycamp. Und hier habe ich einen feuchten Lappen mit ein bisschen Spüli. Hier kriegt man die Platte am besten sauber. Ihr seht, wie schön das weggeht. Ja. Und das mache ich jetzt einfach, damit nichts am Spiegel hängen bleibt. Und das Honeycamp mache ich runter, damit man hier keine Struktur im Spiegel sieht. So, und ihr seht, wie schnell das mit ein bisschen Wasser und in diesem Fall ein bisschen Spüli, man das sehr schnell wieder sauber kriegt. So, jetzt versuchen wir das mal. Wichtig ist natürlich immer, wenn der Spiegel verkehrt rum liegt, dass er auch das Motiv verkehrt rum, also besser gesagt spiegelt. Ja? Gut, jetzt lassen wir mal sein, wir müssen natürlich noch eins machen, ganz wichtig. Der muss runter. So, dann nehmen wir das und justieren das nochmal aus. So, jetzt haben wir das nochmal geläffelt. Besser gesagt fokussiert. Ja, wir wollen ja hier bleiben. Und jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir den an. Setzen natürlich immer unsere Schutzbrille auf. Gerade hier bei dem Spiegel, ja, und Metall sollte man das wirklich tun und auch gucken, dass da keiner anderer in den Raum reingeht. Jetzt runter, fahr da sein Frame ab. So, jetzt denke ich mal, dass ich es habe und dann sage ich mir ihm Feuer. So, er ist fertig und jetzt kommt hier der Pinsel, der dabei lag, ja, dabei war, zu links, und hier kann man, ihr seht schon, das schön runterpinseln. Also ihr seht gar nichts, so, hier seht ihr, kann man das schön runterpinseln. Und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Ui. Ja, und da sind wir wieder hier schön beim Thema. Schauen wir mal. Und jetzt sehen wir mal hier. Jawohl, ihr seht, da wo der Spiegel ist. Da machen wir mal andere Modi hier. Jawohl, so sieht das doch cool aus. So. Ja, so sieht das doch cool aus. Ist genau so geworden, wie ich es wollte. Ihr seht da, wo schwarz ist, ist Spiegel und dahinter ist das Licht. Mega cool. So, hier nehme ich euch bei dem Projekt mit. Also ich habe hier ein bisschen schwarz gemacht, das möchte ich haben, dass es dunkler wird. Hier ein bisschen weiß, und da kommt es jetzt nicht auf die Kunst drauf an. Das habe ich nochmal gemacht, wenn LED, damit die besser leuchten, besser gesagt, vielleicht eine bessere Lichtkraft, dass es nicht ganz so dunkel wird. So, jetzt kommt die nächste Schicht. Ja, hier erkennt man, dass er schön in die Platte graviert hat. Gut, der Einstellwert könnte noch ein bisschen dunkler werden, aber auch das funktioniert einwandfrei. Und somit habe ich jetzt hier die Platte gekennzeichnet. Thank you.
wie man da hinten schön am Rauch erkennen kann, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist der Durchschnittseinschnitt. Ich habe 3 angesetzt, aber jetzt schauen wir mal. Ja, hier seht ihr mal, immer gut hier mit Lüfter arbeiten und offenen Fenster. Also ich habe zwar ein endloses, aber da kann man schlecht filmen. Und wie es aussieht, schafft er das tatsächlich mit einem Durchgang. Das ist natürlich Tannenholz. Also im Gegensatz zu den anderen Materialien ist das hier jetzt wirklich angenehm nach Wald. Ja. So, also ich habe dann aufgehört. Wie gesagt, es ist durch. So, hier sehen wir das. Ja, da haben wir das Thema. Hier sehen wir. Ja, es rußt ein bisschen. Aber wie gesagt, hier, das ist das, was ich meine. Das kommt daher, der hätte das auch beim ersten Mal schon fast geschafft. Ne? Das schmirgelt man ein bisschen ab und dann ist das weg. Cool. Auch hier, das hat er wunderbar gemacht. Zeige ich euch jetzt nicht alles, sonst wird das wirklich alles zu lang hier. Auch Plexiglas schwarz, ja, 8 mm, 2 Durchgänge, kein Problem. So, ich habe es mal ausgerichtet und ich hoffe, das dürfte so gehen. Ich schneide hier einfach nur einen Streifen runter und lege mir los. So, das ist der erste Schnitt. Wie ihr seht, das fällt noch nicht runter. Aber hier können wir schon sehen, beim zweiten Schnitt ist er schon durch. Aber bitte bedenkt, dass es geht nur bei Acrylschwarz oder gefärbtes Acrylglas. Und immer wichtig, Lüftung, Maske aufziehen. Ja, ich habe extra eine Maske dafür, denn hier sind wirklich gefährliche Gase unterwegs. Jawohl, das fällt schon. War wahrscheinlich nur ein Stück Papier, was da hängen geblieben ist. Ja, meine lieben 3D-Druck-Freunde und Leserfreunde, kommen wir zum Fazit. Also, ich habe euch ja gewarnt, es ist ein langes Video geworden. Ich habe natürlich aber auch viel probiert und auch mal so ein schönes Projekt gemacht. Ich hoffe, das ist okay. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr das findet. Ob das auch ein Grund wäre, einen Laser zu kaufen oder auch nicht. Aber ich finde halt einfach diese Kombination, wo man auch
mit dem Laser arbeiten kann, wie auch mit dem 3D-Drucker das zu verbinden, macht mega Spaß. Aber kommen wir mal zu dem Creality Falcon 2 22 Watt Laser. Ich muss sagen, der kann natürlich das, was ein solch ein Laser für die Preislage machen kann. Ja, der liegt knapp bei 1000 Euro. Und wenn ich hier einen Rabattcode kriege, schreibe ich euch das unten in die Beschreibung rein, dann kriegt ihr eventuell billiger. Ich muss sagen, er hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit einem X2 Laser. Und auch hier ist die Qualität von der Verarbeitung mega gut. Ja, also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Was positiv ist, wie gesagt, ist die Laserleistung. Er arbeitet wirklich sauber, ist wirklich sicher. Ja, also mir ist nichts passiert wie bei manch anderen Lasern mal. Also ist präzise, wenn er irgendwo hängen bleibt, hört er auf. Die Sicherheitsvorkehrungen funktionieren alle. Das habe ich euch nicht im Video gezeigt. Ja, wenn ihr lasert und ihr kippt den, geht er auch aus. All das ist wunderbar. Die Anzeige ist minimalistisch. Wie gesagt, das ist halt vielleicht so auch ein Laser, wo man mehr nicht unbedingt vorm Rechner sitzen will, sondern ja, über die SD-Karte arbeiten will, so autark arbeiten möchte. Ja, da ist das wirklich ein super Laser. Natürlich aber auch, wenn man USB hat, aber meistens sind die USB-Kabel immer zu kurz. Ja, also gut, ich habe zwar auch einen Laptop, man kann das nebendran machen, also da läuft das auch wunderbar. Ich habe hier alles natürlich nur getestet, hier mit meinem Lightborn. Und da hatte ich keine Probleme mit. Gut, was ist noch positiv? Also sehr positiv ist wirklich, und das habe ich noch nie so gesehen, wirklich nicht vergleichbar, ist das Kabelmanagement von dem Laser. Da bleibt nichts hängen, da quietscht nichts. Also das ist total gut geführt und da war ich total beeindruckt. Auch, der kommt schon fast zu 98% fertig angeliefert. Ihr müsst nur noch den Laserkopf reinmachen und einen R-Assistenten anschließen. Auch das ist sehr schnell getan, dass man dann sofort auch lasern kann. Auch hat er überall Endschalter. Also wenn er irgendwo mal dagegen kommt, weil man es falsch eingerichtet hat oder eingestellt hat, auch da ist es kein Problem. Er rattert da nicht weiter bis endlos, bis er da mal wieder einen Widerstand gefunden hat. Ja, also durch die Anschalter bleibt er sofort stehen und da kann auch nichts passieren. Dann haben wir natürlich auch das Vorteil mit den Füßen, ja, dass man die verlängern kann, abschrauben kann. Auch das ist alles sehr massiv. Er rutscht nicht. Da ist wirklich alles gut qualitativ durchdacht. Aber ein Mängel habe ich, ja, und auch wenn ich der Einzige bin, der das vielleicht erwähnt, ich habe mir das halt wirklich so jetzt angewohnt, auch gerade mit dem Bamboo Lab oder sonstiges. Wenn man Wi-Fi hat, dieses mit WLAN oder Wi-Fi verbinden, ja, ist halt einfach eine tolle Sache. Man hat keine Kabel, man kann das Gerät von den Computer, wo man ist, ausstarten. Das finde ich eine tolle Sache. Das hat er leider nicht. Und ich glaube, wenn der das noch hätte, ja, dann gibt es gerade mal nichts Vergleichbares. Außer wenn man natürlich dann sagt, man möchte eine höhere Laserleistung haben. Aber auch hier hat ja Creality jetzt nachgeliefert. Die haben ja jetzt einen 40 Watt Laser sogar. Und der hätte mich auch mal richtig interessiert. Ja, weil man dann da wirklich mal auch einen Unterschied sieht. Aber hier ein Tipp. Geht doch mal bei Mambo 3D-Druck vorbei, der hat den vorgestellt und da sieht man vielleicht auch den Unterschied. Ich kann nur sagen, ich bin mit dem Gerät begeistert, sehr hochwertig. Wie gesagt, das Einzigste hätte ich mir gewünscht, so ein Wi-Fi. Auch die Bedienung, ja, ist minimalistisch, aber auch gut durchdacht. Man hat, muss ich auch sagen, am besten ist halt immer so, wenn man sowas druckt, dass man sich Schablonen macht. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie ich das handhabe, dann ist das einfacher, weil ist natürlich trotzdem mit diesem Frame und Karten das auszurichten, ist halt auch immer so eine tricky Sache. Deswegen ist es halt cool, wenn man das dann über USB oder Wi-Fi machen könnte, dann kann man das von Computer aus starten und nochmal ausrichten und verfeinern. Ansonsten mit diesen Tasten, mit diesem Frame verschieben, das finde ich mega cool, ja. Wenn man das grob ausgerichtet hat und kann das dann noch verfeinern, ohne in das Werkstück reinzugreifen,
ist auch eine tolle Sache. Aber hier, wie gesagt, muss man mehr ein bisschen so mit Schablonen arbeiten. Ja, das war's auch schon. Mein Fazit ist ein wirklich gutes Gerät für die Preis-Leistung. Kann man wirklich nichts sagen. Qualitativ sehr hochwertig. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt, wie ihr das Video gefunden habt. Auch, wie gesagt, klar ist solches Video immer länger bei mir, weil ich da auch ein bisschen versuche, viel zu testen und auch ausführlich euch zu zeigen, was alles doch noch drinne ist und ein paar Tipps geben, gerade hier mit Plexiglasscheiben transparent, ja, also gefärbtes Plexiglas schneidet der einwandfrei. Bei transparent, da hat jeder wegen der Lichtquelle, das ist normal, da braucht man einen CO2-Laser, ja, dann kann man auch transparente Scheiben mit Lasern. Wenn man so einen Trick hernimmt wie ich, ja, bleibt aber immer beim Gerät dabei, ja, kann man das schön einfärben und dann würde das auch tun. Müsst halt aber auch da schauen, dass ihr ein Plexiglas habt, das sich nicht wieder zusammenverbindet. Das heißt praktisch, man schneidet und ja, durch die Wärme schmilzt das wieder zusammen. Ja. So, Plexiglas hatte ich auch schon. Also da auch dann vielleicht auf hochwertiges, was lasergeeignet ist, Plexiglas hernehmen. Ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Abo, ein Like und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ja, ich mache nicht nur Laservideos, sondern nein, über 3D-Druck oder rund um den 3D-Druck. Schaut mal in den Kanal rein, da findet ihr bestimmt das eine oder andere interessante Video. Dann sage ich euch noch vielen Dank fürs lange Reinschauen. Euer Willis 3D-Druck. Bis zum nächsten Video. Ciao.